Herzlich willkommen, meine Freunde. Mein Gegner ist Snake, wie man da oben so schön lesen kann. Er hat ein Plosel, ein Libeltra, ein... wo machen wir weiter? Logok hat er noch, ein Schwalbos, ein Metagross und ein Milotic. Mal sehen, ob wir mit der Evoli-Aufstellung hier irgendetwas reißen können. Auf jeden Fall werde ich Nachtara mitnehmen, aber nicht als Eröffnung. Als Eröffnung wäre Nachtara blöd. Dieses Logok, das wird auf jeden Fall ein Mega-Logok sein. Das sehe ich schon von hier. Rieche ich 3 Meilen gegen den Wind. Ich versuche mal mit Felilara zu öffnen. Nachtara muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Glaceola ist mittelmäßig bis schlecht hier in dem Kampf. Hat nämlich nur Libeltra, was es besiegen kann. Und dafür hätten wir auch noch Felilara, beziehungsweise... jedes andere Pokémon kann mit Libeltra auch klarkommen, einigermaßen. Libeltra hat jetzt keine starken Verteidigungswerte, wo man jetzt achten müsste. Setze ich nochmal auf Psyana? Setze nochmal auf Psyana. Und wer jetzt schwer fragt, warum Psyana Schwächenschutz hat, es ist von mir eigentlich so geplant, dass ich es gegen ein Pokémon einwechsel. Ja, man muss auch bedenken, ich setze Psyana jetzt nicht in einem Evoli-Team ein, sondern das sind alle für das normale Kämpfe ausgelegt und nicht für Evoli-Kämpfe. Ist der Plan, Psyana so einzusetzen, dass er gegen einen langsamen, spezial-offensives Pokémon einschreitet. So, hier hätten wir ein Minum. Was ich mir gut vorstellen kann, ich gehe erstmal auf Schutzschild, dass es hier mit Donnerwelle erstmal agiert. Ränkeschmied. Ui. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, gibt es halt jetzt erstmal ein Toxin. Das ist ein spezial-offensives Minum, beziehungsweise... hier, viel Spaß mit dem Gift. So. Minum hat ein, hat aber kein, hat das einen starken Spezialangriff? Wie gesagt, ich bin jetzt mal interessiert daran, was mein Gegner macht. Zugabe. Na, das ist fies, natürlich. Aber gut, ich kann mir auch was andersweitig helfen. Pokémon. Ich habe hier nur Spezialtanks ungefähr mit. Felilara, komm mal zurück. Ich kann mir auch noch später daran lassen. So, Psyana. Staffette, das war eigentlich zu erwarten. Weil das Minum so arschig schnell ist. Okay. Gedankengut. Ich will erstmal. Ich denke mal, der wird jetzt hier mit. Aber ein Metagross auf Spezialoffensive? Das erstaunt mich. Lichtkanone. Das erstaunt mich wirklich. Ein Metagross auf Spezialoffensive. Spukball. Was anderes bleibt mir jetzt nicht. Nee, es hat Patronenhieb noch auf dem Kasten. Okay. Ich bin echt erstaunt. Bin ich ganz ehrlich. Dass Minum so gespielt wird. Okay, ich hatte einfach jetzt auch eine blöde Öffnung gegen Minum. So. Ich gehe für Tiefschlag. Spam. Aber es macht, denke ich mal, nicht allzu viel Schaden. Ich kenne die Schwächenschutz. Oh, was ein Shit. Ernsthaft. Das gibt's ja nicht. Ach ja. Das ist das, was ich... ungern hab, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich mit einem Evoli-Team spiele. Dann bin ich halt ein wenig beschränkt, was meine Möglichkeiten angeht. Wir haben zwar jetzt die Spätstanks draußen, ja super.
Nur helfen wird mir das jetzt überhaupt nichts, denn Felidara ist auf jeden Fall down. Auf jeden Fall. Ich hätte einfach in dem Punkt, als ich Ränkeschmied gesehen habe, einfach eine andere Eröffnung machen müssen, weil das war einfach dann, bin ich in die Falle getappt. Hätte das anders dann machen müssen. Ja, Patronenhieb. Der Schwächenschutz hat den auf jeden Fall. Das ist der Recht, den auf keinen Fall. Ja, sag ich ja. Der Schwächenschutz hat den jetzt genügend Offensiven gegeben, mit Metacross und allem. Ja, toll. Ich könnte ihn noch ein bisschen trollen, indem ich Schutzschild mache, aber super. Und Kullerauge würde nicht funktionieren wegen Neutral-Torso. Also, sag ich mal, ich gebe auf. Das hat so in dem Punkt keinen Sinn. Ich bin, ja, es ist out, ausgenockt worden. Gut. Wieder was Neues dazugelernt. Minum, ja, es ist mit Ränkeschmied und Staffette. Halleluja. Und Schwächenschutz von Metacross. Gut, dann würde ich sagen, ich suche mir einen weiteren Kampf. So, Freunde, wieder einer aus Frankreich. Und diesmal hat er Glurak, Rayquaza, Darkrai, Reshiram, Hytera und Arceus im Team. Halleluja, freuen wir uns da drauf. Nachtara, du bist auf jeden Fall wieder dabei. Du kannst das, denke ich mal, irgendwie reißen. So, ich versuche es mal ganz ehrlich mal so. Weil was anderes würde mir gegen diese Offensive von dem nicht einfallen. Mit legendären Pokémon. Finde ich ja mal schick. Finde ich mal schick, schick, schick hier. So, zum letzten Kampf. Irgendwas wollte ich da noch zu sagen. Aber es fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber ich fand die Taktik auf jeden Fall cool, muss ich ehrlich sagen. Ist sowas, was man, wo man dann daraus lernt. Und er schickt als erstes Hytera in den Kampf. Ja, das soll mir recht sein. Wenn er mit Toxin arbeitet, macht er mir sogar, ja, es ist eine Freude. Hohoho, der Schaden, komm. Beulenhelm. Au, Gedankengut. Zu deinem Gedankengut Ende kommst du gar nicht mehr, weil wir dich jetzt finishen im nächsten Zug. So. Auch wenn du Beulenhelm hast, ist mir sowas von egal. Ich ramm dich gerade nochmal. Und hol mir nochmal einen Initiative-Boost. Auch wenn mir das Gift jetzt ordentlich in den Rücken fallen wird. Aber wir haben genug Initiative. Wir können jetzt den nächsten nochmal angreifen, problemlos. Wir haben das doppelt an unserer Initiative. Können wir uns gleich mal ausrechnen und mal gucken, welches Pokémon da überhaupt noch mit seinem Base-Wert anstinken kann. Darkrai kommt ins Spiel. Shiny natürlich, so wie es sich gehört. Ich fange mir auch jeden Tag ein Shiny Darkrai. So, also, schauen wir mal auf unsere Initiative. 116 haben wir. Also, da müssen wir mal gucken, ob irgendein Pokémon mit 232 auf Level 50 da mithalten kann. So, entweder gehen wir jetzt auf Feuerzahn oder Fassade. Ich werde auf Fassade gehen. Einfach mal, um Schaden zu drücken. So, zack, zack, bams! Schlummerort hat fehlgeschlagen. Hier, Augen auf. Du hast zwar Legendaries, aber du kannst auch noch die Augen aufmachen, ja? Gib mir mal nochmal ein bisschen Initiative. Darkrai wird zurückgerufen. Den holst du noch rein. Glurak. Auch shiny. Schade, ich kann nochmal hier einen Initiative-Boost abstauben. Macht auch gut Schaden. Du kannst mir nochmal, du kannst ja den Megastein aktivieren, mir Sonne geben. Das würde mir auch nochmal einen guten Gefallen tun jetzt. So. Fassade. Gucken, ob wir noch den nächsten Zug überleben. Zack. Und Glurak geht down. Flamara carried den ganzen Scheiß hier. Aber Flamara steht noch. Jetzt hast du nur noch Darkrai. Wenn der Darkrai kein Schutzschild hat, kommt es nicht gegen Flamara an.
Ach ja, wie ich das liebe, meine Freunde. So zufällige DCs. Passiert halt mal. So, da schieben wir doch noch einen nach. Unser Gegner hat einen Arcani, einen Togekiss, ein Psyana. Schick. Ein Zumpex, ein Ampharos und. Shit. Na egal. Ich weiß nicht mehr, wie der Name des Pokémons heißt, was mir da gerade nicht einfällt. Es ist aber Typ Stahl und Licht. Ich weiß die Typen meiner Pokémon. Ich kann es an den Bildern und alles zuordnen, nur manchmal entfallen mir die Namen. Gut, wir können hier gut mit einem Flamare auch eröffnen. Das würde sehr gut sich anbieten. Natürlich würde sich auch Aquana als Eröffnung lohnen. Ich denke mal, ich versuche es auch mit Aquana. Nehme Flamara mit. Und Nachtara nehme ich immer mit. So. Mal gucken. Matthew. Was wir gegen dich machen können. Bin echt gespannt. Schauen wir mal. Matthew will kämpfen. Will mit dir kämpfen. Entschuldigung. So, Aquana. Hallöchen. Und Togekiss. Eieiei. Kommt drauf an, wie Togekiss gespielt wird. Je nachdem, wird es mir auf den Piss gehen oder ich werde es mögen. Es ist einfach nur offensiv. Dann kann ich es mögen. Denn meine Spezialdefensive ist verdammt hoch. So. Und ich habe meine Verteidigung erhöht. So. Dann gehe ich direkt mal für Wunschtraum. Sondersensor. Aua. Zurück, Schreckrate. So. Nom, 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 nom. Eigentlich, wie gesagt, würde hier in dem Punkt ja Überreste ticken und wir uns kontinuierlich heilen. Aber halt dadurch, dass ich dann hier an die Item Claws gebunden bin. Ja, beschränkt halt mit den Items und kann nicht jedem das geben, was er braucht. Okay, er wechselt aus und holt Ampharos rein. Das war mir so klar. So, aber wir können es schon mal mit Surfer anschlagen. So, Wunschtraum erfüllt sich. So, ich gehe weiter für Surfer. Okay, ich dachte, es wird zum Mega-Ampharos. Aber vielleicht rechnet damit, dass ich eine Eisattacke noch in meinem Pool habe. Was natürlich in dem Punkt jetzt nicht der Fall ist. Aber wir können es besiegen, bevor es uns besiegen kann. Das ist schon mal sehr schön. So, und tschüss. So, Aquana, du hast schon mal das 1-0 rausgeholt für dich. So, jetzt wird das Togekiss uns auf jeden Fall noch einen reinbomsen. Mal gucken, ob wir uns mit Sondersensor. Es versucht mich wieder rückschrecken zu lassen. Wunschtraum. Ich hoffe, wir überleben das lange genug. Das wäre nämlich blöd, wenn nicht. Zauberschein. Halt durch. Oh yeah, durchgehalten. So, da kommt die Heilung. So. Jetzt wieder auf Wunschtraum gehen. Er versucht es immer wieder mit Sondersensor. So, jetzt kommen wir wieder unseren Wunschtraum. So. Ich glaube, wir heilen sogar mehr, als wir an Schaden kassieren. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, sein letztes Pokémon ist Arcani. Oh, wow, 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 wow. Ich glaube, ab jetzt greife ich einfach an, anstatt mir auf den Wunschtraum zu gehen. Das wäre nämlich, glaube ich, jetzt klüger. Weil wenn er jetzt einfach losspammt, wie er es jetzt noch macht, macht er mir. Oh, durch einen Volltreffer. Macht er mir. Ich wollte gerade eigentlich sagen, dass wir zwei Treffer beleben können. Aber das wird nichts. Wir können keine zwei Treffer durchhalten. Auf keinen Fall. Und da geht unser Aquana leider down. So, wir haben Flamara. Das werde ich auch direkt ausspielen.
Und das bringt haben wir direkt eigentlich den Bonus. Wir können Nitro-Ladung einsetzen und uns schon boosten, bevor überhaupt der zum Zug kommt. Bums. Dankeschön für die Initiative und tschüss, Togekiss. Und dadurch kann gleich unser Effekt wirken. So. Nee, da kommt das Pokémon, dessen Namen ich jetzt in Deutsch nicht weiß. Egal. Feuer. Das ist die beste Offensive, denke ich mal hier. Ich gehe mal für Feuerzahn. Nein! Nachthieb. Volltreffer. Komm schon. Nicht dein Ernst. Okay. Das war jetzt heimtückisch von dir. Flamara. Gut, gut, gut. Gehen wir eben auf Fluch. Kreuzschere. Komm halt durch. Oh, super. So. Da sinkt zwar unser Wert, aber scheiß drauf. So. Überreste. Okay. So, dann gehe ich jetzt auf Mondschein. Und schau das Eisenschädel. Du setzt echt auf den Rückschreck. Habe ich das Gefühl. So, schöne Heilung. Und nochmal Überreste. Plomp. Und wir sind fast full life. So, und nochmal auf Fluch gehen. Da kommt wieder die Kreuzschere. Sollte jetzt wesentlich weniger Schaden machen. Fluch. Na, mal gucken, Luna. Ein alter Schätzchen, ha? So, Mondschein. Ich gehe auf sicher. Okay. Bei dem Wechsel der Attacken hätte ich nicht auf sicher gehen müssen. So, ich werde jetzt einmal auf Nachthieb gehen. Nachthieb Tiefschlag. Einfach nur, dass ich Zuflucht mehr aktivieren kann. So. Hax. Das heilen wir eigentlich relativ gut wieder hoch. Passt schon irgendwo. So. Zuflucht. Er versucht es weiter mit Kreuzschere. Nächste Runde mache ich den Mondschein. Ich will da jetzt. Zu! Bam! Obwohl. Egal, ob ich die nächste Runde überlebe oder nicht. Ich kann jetzt einfach Zuflucht machen, weil wenn ich die Runde überlebe, ist es Schwachsinn, mich zu heilen. Ich sag nur wenn, weil ich kenne die Volltreffer-Wahrscheinlichkeit und wir wissen genau, dass das die Verteidigung dann umgeht, wenn es ein Volltreffer ist. So. Das ist das, was ich mir gerade dachte. Wir machen so viel Schaden, um es in den roten Bereich zu bringen und da kann Tiefschlag es einfach jetzt ummähen. Egal was ist. Und tschüss. Das reicht. Und Luna, unsere Berserkerin aus der PBR-Gen, macht sich doch hier auch ganz wacker, hä? Huh? Okay, Freunde, damit würde ich sagen, das waren... Okay, es sind jetzt 5 Evoli-Kämpfe geworden, letzten Endes. Die Überbrückungskämpfe, bis die Boss-Battles angefangen haben. Ich hoffe, ich konnte, wie heißt es, euch damit ein kleines bisschen aufmuntern, begeistern, wie auch immer. Und die Zeit einigermaßen schön überbrücken. Ich verabschiede mich von euch und wenn ihr noch weitere Evoli-Kämpfe sehen möchtet, ich kann noch mal ein paar machen, wenn wirklich Interesse besteht. Wenn nicht, dann eben nicht. Wir werden Evolis, denke ich mal, aber in der Season, wenn ich das Season nenne, ich bin da noch so ein bisschen unschlüssig, weil ich hätte gerne einen Konsolentitel, was das angeht, um das eine neue Season zu nennen. Aber gut, es steht keiner an, also werde ich wahrscheinlich nicht drum herum kommen. Auf jeden Fall werden wir die Evolis in den Ranglistenkämpfen, nenne ich es erstmal Ranglistenkämpfe, auf jeden Fall sehen. Soweit erstmal.
Ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.